Okay. Diese Woche in Straßburg steht nun endgültig die Abstimmung im Parlament an über das sogenannte SWIFT-Abkommen zwischen Europäischen Union und den USA. In der Sache geht es darum, dass im Rahmen des Kampfes gegen internationalen Terrorismus Bankdaten überprüft werden sollen. Das ist alles seit Jahren schon gemacht worden, allerdings ohne jede gesetzliche Grundlage. Und die EU hat nun mit den Amerikanern verhandelt. Die EU hat verhandelt, heißt in dem Fall, die Kommission und die Mitgliedsländer haben verhandelt und dieses Abkommen vereinbart, ohne das Europäische Parlament einzubeziehen, das aber nun nach dem Lissabonner Vertrag das Recht hat dazu, ja oder nein zu sagen. Und jetzt geht das Fingerhageln und das Gerangel seit Wochen darum, ob das Europäische Parlament dieses einfach abnickt oder doch sagt, nein, so geht es nicht, dieses Abkommen kann so nicht in Kraft treten. Worum wird gestritten? In der Sache wird darum gestritten und für uns Grüne streitet da vor allem der Jan-Philipp Albrecht, unser Experte zu diesem Thema, dass der Datenschutz bei diesem Abkommen nicht gewährleistet ist. Wir glauben, das Europäische Parlament muss bei diesem ersten internationalen Abkommen, für das es zuständig ist, nach dem Lissabonner Vertrag, gleich klar machen, dass es sich da nicht über den Tisch ziehen lässt. Bei den anderen Fraktionen hört man nun allerdings, dass es keineswegs ausgemacht ist, wie die Mehrheiten liegen. Im Innenausschuss in der vergangenen Woche gab es noch eine knappe, aber klare Mehrheit gegen das SWIFT-Abkommen, aber jetzt gibt es Druck. Oft heißt es, die USA würden Druck machen. Im Hintergrund kriegt man allerdings mit, dass gerade auch viele europäische Mitgliedsländer versuchen, Druck zu machen, beziehungsweise versuchen, sich hinter den USA zu verstecken, weil sie eigentlich kein Interesse daran haben, das Europäische Parlament hier in einer gestärkten Position zu sehen. Also es ist insgesamt eine ziemlich knifflige und es ist insgesamt eine ziemlich wichtige Auseinandersetzung, an der sich ein Stück weit zeigt, wie die neue Machtbalance mit einem gestärkten Parlament tatsächlich funktionieren soll. Wir als Grüne haben gesagt, diesem SWIFT-Abkommen können wir nicht zustimmen, werden wir nicht zustimmen und hoffen natürlich, dass das Parlament insgesamt hier eine klare Grenze zieht zugunsten der Bürgerinnen und Bürger, zugunsten des Datenschutzes und dann dafür sorgt, dass eben neu verhandelt werden muss, um die europäischen Standards tatsächlich einzuhalten. Wir werden sehen, was dabei rauskommt.